Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Sandra wühlt schon wieder ganz aufgeregt in den Fragen. Ich wühle nicht aufgeregt in den Fragen, du sollst die Fragen nehmen, die ich ausgesucht habe. Hallo Frau Dr. Lechleiter, da ich erst 12 Jahre alt bin und in unserem Haus es weder einen ausreichenden Garten oder Platz für eine Innenhälterung gibt, wollte ich mal fragen, ob mein kleiner Koi auf Erhalt im Aquarium halten kann. Falls dies nicht möglich wäre, würde mich sehr über eine andere Idee freuen. Über eine andere Idee trotzdem Koi zu halten freuen. Liebe Grüße, Timon. In Klammern der Verzweifelte. Nein. Timon, vielen Dank, dass du uns die Frage stellst. Sehr gute Frage. Und das ist eine süße Frage. Und ich will gleich eins sagen. Die Tatsache, dass man immerhin schon mal auf die Idee kommt, vorher zu fragen, halte ich für echt lobenswert. Und ganz arg tierlieb auch. Ja, genau. Also weil die meisten Fragen kommen dann, wenn es schief gegangen ist, was muss ich anders machen, aber finde ich toll. Finde ich auch gut. Das so. Ist schon und mal sie ist auch ganz frisch vom 26. Januar, also gut. Wir hoffen, dass er in der Verzweiflung nicht in den blinden Aktionismus verfallen ist. Nein. Geht das mit Koi im Aquarium? Ja, man kann kleine Koi natürlich im Aquarium überwintern zum Beispiel. Das machen zahllose Menschen mit ihren kleinen Koi, die im Laufe des Sommers geboren werden. Hinter der Frage steckt natürlich schon eine gewisse Ahnung, dass so ein Koi auch wachsen kann und dann das Aquarium relativ, sogar sehr bald für diese ganzen Fische zu klein wird oder die Wasserqualität eben nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Da ist letztendlich auch die Grenze erreicht, wo man sich dann Gedanken machen muss, wie es weitergeht und wo man mit den Tieren hingeht, wenn man keinen Teich und keinen Platz hat. Es geht natürlich auch, Koi auf Erhaltungsbedarf klein zu halten. Das ist von der Wissenschaft schon vorgemacht worden. Es gibt also zig Jahre alte Koi in der Uni Hohenheim zum Beispiel. Also ich war vor 10 Jahren dort, da waren die Kollegen schon 32 Jahre alt. Ja, ich wollte mich jetzt auf keinen... Will ich dir auch gleich noch einen Tipp geben, wenn Sandra fertig ist, der auch von diesem Professor Dr. Becker kommt. Ja, das ist natürlich immer die Frage, ob man diesem Tier dann in dieser Haltung auch alles bietet, damit es ein gutes Leben hat. Grundsätzlich brauchen Fische nicht mehr unbedingt als den reinen Erhaltungsbedarf. Der ist aber zusammengesetzt aus genügend Eiweiß, Protein und Fett plus allen Nährstoffen, die zusätzlich nötig sind, um ein gutes Leben zu führen. Vitamine, Spurenelemente und eventuell auch noch irgendwelche Mikronährstoffe. So, und genau an der Stelle wird es nämlich schwierig. Und das ist wahrscheinlich das, was du dazu auch noch sagen willst. Also, ich war mit einem Freund an der Uni Hohenheim und Professor Becker hat uns seine 32 Jahre alten Karpfen damals gezeigt und hat sich stolz, er hat ein Buch damals gearbeitet, ich weiß nicht, ob es hier rauskam, Aging of Carps, also war eine spannende Geschichte, er hat auch viel darüber erzählt und dann sagt er, beim ersten Versuch Koi über lange Zeit auf Erhalt und die 32 Jahre alten, die waren so lang, aber wohlgemerkt, so viel davon war Flosse, weil die Flossen ja weiter wachsen, wie bei uns die Ohren und die Nasen. Und dann sagt er, der erste Versuch sei nach 5 Jahren gescheitert, da sind die dann gestorben, er wusste nicht warum. Dann hat er sie wohl obduziert und untersucht und die Histologie ist es dann, glaube ich, die herausgebracht hat, dass sie wohl einen Vitaminmangel hatten. Und dann hat er herausgefunden, dass wenn man wirklich an Erhaltungsbedarf geht und wenn du deine kleinen Koi dann wirklich auf Erhaltung füttern möchtest, dann musst du da wirklich die Pellets abzählen, je nachdem, wie viel du in deinem Aquarium hast. Da kannst du nicht mehr nach Gefühl füttern. Du glaubst gar nicht, wie groß die werden. Aber Professor Becker hat herausgefunden, dass über den reinen Erhaltungsbedarf die Futtermenge, dass die Vitaminstoffe nicht ausgereicht haben, um sie über lange Jahre am Leben zu halten. Und dann ist er hergegangen, hat im Prinzip das gleiche Futter genommen und hat dann angefangen aufzuvitaminisieren. Und das ist auch das, was wir hier machen. Marc bestellt immer bei Sandra Vitamine, wenn wir jetzt kleine Koi hier in der Anlage haben, die jetzt nur in Quarantäne sind, die nicht so stark gefüttert werden, dann wird das Futter schön aufvitaminisiert und Mineralstoffe, glaube ich, auch. Ja, es sind auch Mineralstoffe. Genau, Mineralstoffe, und auch Vitamine. Aminosäuren. Aminosäuren, so dass wir einfach sicher gehen, dass auch über eine geringe Menge Futter diese lebens- und überlebensnotwichtigen Spurenelemente den Koi in ausreichender Menge zugeführt werden. Also mit anderen Worten zur Frage zurück, kann man machen? Nimm erstmal wirklich höchstens einen kleinen Schwarm von 5 Fischen und pack die aber nicht in ein 60er Aquarium, sondern am besten gleich in ein 250er oder was würdest du sagen? Ja. 250 Liter ist auch in der Wohnung noch eine Größe, die man einigermaßen managen kann.
Und ja, wenn die Fische wachsen, ist es eigentlich schön, die wirklich auf Erhaltungsbedarf gesund zu halten, ist ein anspruchsvoller Job. Ist so, muss man wirklich sagen. Muss man sich echt überlegen, ob man und so weit gehen will. Bei deinem Filter gleich dran. Genau. Koi und Goldfische sind Riesendrecksäue, also die machen richtig viel Schmutz, die kannst du nicht mit. Stimmt. Heute trifft dich ständig ins Vulgäre ab. Gell? Unmöglich. Aber es ist eigentlich ja. So. Früher haben wir immer gesagt Wasserschweine ja. Und da sind sie auch. Sie machen also, echt Schmutz und es macht Arbeit. Das also macht es ist nicht wie mit Arbeit. 5 Kubis in 250 Liter, sondern es macht Arbeit. Genau. Aber würde uns freuen, wenn du hier ja. Einen funktionierenden Einstieg ins Koi-Hobby findest. Wasser messen. Je kleiner das Volumina, mit dem du arbeitest, desto schneller können Veränderungen stattfinden. Mach viel Wasserwechsel, vielleicht am Tag, wenn du ein 250 Liter Aquarium hast, am Tag vielleicht zu 10%, würde ich ja. Auch empfehlen. Richtig viel machen wir hier in der Anlage auch. Dann das sind übrigens 2,5-10 Liter Eimer, nur um sich das gleich mal vorher zu überlegen, wie schwer es wird. Und jetzt musst du leider noch eins erfahren, das Ganze funktioniert nur mit Konishi Koi. Hey, lach mal, ich wollte gerade ein Geschäft machen. Gewissenlos wie immer. Aquarium-proofed Japanese Nishikigoi. Wir sind die Einzigen, die zertifiziert sind für Aquarien. Das war jetzt echt ein Scherz. Das aber war ein Scherz. Ich wollte ein Geschäft machen, dass auch der Blog nicht umsonst war. Und das lassen wir es einfach, bevor es Album wird. Genau. Timon, dir viel Spaß. Berichte mal, falls du dich genau. Auf dieses Schick mal ein paar Abenteuer Bilder. Dave begibst. Dann genau. Vorstellen. Also, McFreshy bis dann. Ist dein Spitzname, wie es aussieht. Mach's gut. Ciao.